Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen heute Stranger of Paradise anzocken. Spielt im Final Fantasy Universum, wie ihr seht. Ist, wenn ich mich recht erinnere, von Team Ninja, also die auch Nier Automata gemacht haben und so. Ich bin da mal sehr gespannt drauf. Ja, ein Pien erhalten. Ja. Muss da erstmal rankommen. Ist auch leider wieder nur Englisch. Mit deutschen Untertiteln. Ich nehme wieder mit einer sehr hohen Bitrate auf, damit ihr da so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir habe. Ich werde so nicht rendern oder so, weil ich dann so zu YouTube hochladen. Heftig. Geil, so eine Rüstung will ich. So will ich, wie der Dunkeln ist da. Der, so will ich aussehen. Ja, genau. Das ist schon mal ein heftig geiler Anfang. Schwierigkeitsgrad, wenn Gegner stärker gleichzeitig erhältst du mehr Belohnung und mehr Ausrüstung. Wenn du Schwierigkeitsgrad Story spielst, kannst du zusätzlich den Modus Gefahrlos aktivieren, um das Leben im Spiel noch einfacher zu machen. Um Schwierigkeitsgrad dieser Zeit zu ändern. Okay. Ja, Gefahrlos wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon ein bisschen Gefahr haben.
Das ist ein schnelles Kampfsystem. Looks like it. Then why doesn't it feel like it? Das hat mir bei Gott vorgefehlt, damit es so schnell ist. Bei Gott sind die so träge. Gottvoll, von der Grafik sieht Gottvoll echt geil aus und macht auch Spaß an sich, aber vielleicht hätte mal schnelle Bewegungen, schnelle Kampfsystem, aber die sind halt total träge in Gottvoll. Ich habe doch gar keine Pause, Aufnahme gestartet. Ich muss da leider etwas überspringen, tut mir leid. Weil da war Musik im Hintergrund. Voll blutig. Out of my sight! Got me now!
Dass er im Final Fantasy und der Universum spielt, das sieht man. Also es ist jetzt nicht Final Fantasy. Es ist ein eigenständiges Spiel, aber es spielt im Final Fantasy Universum. Der Typ gefällt mir auch schön. Schwarz angezogen. Crystals can sense each other. You have one too, don't you? My mission is to kill Chaos. That's all I know. Me too. Good. We're all on the same hunt. I'm Jack. Jed. Ash. So schnell kann man Freunde finden. Unsere Steine reagieren aufeinander. Ja, vom Kindergarten aus noch, Mensch. Du hast ja einen tollen Stein. Ja, ich hab den Bruder davon. Lass uns Freunde sein. Oh. Oh, der hat zwei. Oh, der könnte zwei haben. Hm. What? Need something for that? It's just a scratch. Nothing a little spit can't heal. When are we gonna fight Chaos? All this monster hunting is a pain in the ass. Seriously. Fingers crossed we're done. Either way, time to pay the king a visit. And we don't leave without answers. The world lies shrouded in darkness. The winds die. The seas languish. The earth decays. But the people believe in a prophecy, patiently awaiting its fulfillment. When darkness veils the world, four warriors of light shall come. Wir verstehen sowieso nicht. Lass uns mal jetzt nicht hier großartig spoilern. Der einzige Wermutstropfen ist jetzt momentan, dass es halt in Englisch ist. Und ich auch nicht verstehe es. Final Fantasy ist so eine große. Oder es ist ja nur Final Fantasy und der Universum, aber warum man das nicht langsam mal mit deutschem Audio macht? Many warriors have come before us, but you. Little is known about the shrine. Little is known about the. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Gameplay haben. Ich muss nämlich auch bald aufhören. Die Kleine aus dem Kindergarten holen. Ne, hier ist auf dem Spielplatz. Es ist aber wieder so typisch japanisches Spiel. Viel lesen. Warum sie das nicht echt mal in Deutsch machen?
Das würde sich so lohnen. Spielen die jetzt wahrscheinlich einzeln. Wir gucken mal kurz nach. Da unten steht's. Unter 3 GB sind es. Ein Spieler unterstützt bis zu 3 Online-Spieler. Okay, also definitiv online. Also 3 Online-Spieler, das heißt, dass wir dann ein Viererteam sind, oder? Nee, einer davon sind wir, also noch 2 Freunde dazu. Na, mal gucken. Let's go. We'll watch your back. Obwohl, wir sind ja ein Dreierteam. Ash, show me what you can do. Now watch and learn a couple things. Haben wir denn eigentlich schon Punkte mehr? Nee, haben wir nicht. Ah, hier können wir dann auch schon online. Ash, show me what you can do. You got it. Time for a change. All right. Oh, geil. Enemy spot. Come on, follow me. Du kannst wirklich hier schnell agieren und gleich zack zwischen den Waffen mit Dreieck hin und her wechseln. Jack, there's one down there. Take it down. Time for a change. All right. Oh.
Damn. Where does all that darkness come from? This is darkness looking bad enough. Nice one, Jack. Cool. Now let's see what secrets this place is hiding. Found a spot to rest. Should we take a breather? This is the one. Ach, da hat er dein anderes Outfit. Ah, der erinnert sich sogar mit Outfit. Time to go wild, Jed. Woohoo! Now watch and learn a couple things. All right. This is the one. So, wenn der das anhat. Dann kann meiner das nicht anhaben.
kann ich denn jetzt, wie war denn das, dass ich den verbessern kann? Gegenstände. Ich kann hier irgendwie... Wartet nicht. War doch hier und dann Gegenstände, sind Gegenstände, Mission abbrechen, Systemeinstellungen. Tipps. Mission, Sphäre, was könnte da vielleicht drin sein? Schatten. Berühre LP und Tränke aufzufüllen. Da drunter werden. Wieder starten auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Na scheiße, ja. Kommen wir später noch drauf. Irgendwo muss das ja, ist das ja bestimmt bei. Kommt das noch? Up ahead. Time to go to work.
flames, unless you want to get cooked. Let's find another way around. I see some cubes over there. Yeah. You better not forget where it is. Also nur da können wir das denn. Also so während das Ding kommen wir nicht hin. Faust kann ich noch nicht verbessern. Jetzt habe ich nichts mehr. Oh, wir haben schon ziemlich hier. Machen wir mal nächstes Mal hier weiter. Treasure, huh? Have to get through those flames. Mm-hmm. Trick. Okay, ich den komischen Kaktus. Kommt mir bekannt vor. Kommen. Woher kenne ich diesen Kaktus? Doch, doch. Doch, von Digimon kenne ich den. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Bei Digimon war so ein Kaktus mit bei.
einen Streitkolben aus. Ich habe keinen Streitkolben. Time for a change. Wo ist da ein Streitkolben? Kampfeinstellung aus. Haust du ab? Schon da? Ja. Post schon da? Nein. Okay. Schlüssel hab ich mit? Handy hast du bei gut. Ja. Sei artig. Ingeborg ist jetzt weg. Ich soll einen Streitkolben ausrüsten. Rüste einen Streitkolben in den Kampfeinstellungen aus. Ich habe doch gar keinen Streitkolben, muss ich ihn. Jetzt wieder abholen, ja? Ja, ist okay. Ich komme gleich runter. Nimmst du dann das Dreirad mit? Mitbringen. Bringen Sie mit Dreirad her, ich komme gleich runter. Ja, das holst du dann aus dem Keller, wenn du das Dreirad runterbringst. Das war meine Freundin. Nicht wundern. Chance.
gar nichts gemacht jetzt. Feuer ist immer noch nicht weg. Dann rennen wir mal durch. Also einfach nur durchrennen. Ich dachte, da kommt. We got company. It's not going lang. Kaden, it's gonna hurt. Wartet nur die alle bekämpfen und dann wieder zurück oder was? Doch nur eine Sackgasse. Das sind unten weiter geht oder so. Win is a win. Ach hier. This way looks safe enough. What the hell was that? Out of my sight. That's that. It was good practice. Oh, guck mal an, was wir hier haben. One of those things. Ja, ich habe eben den Wald von lauter Bäumen nicht gesehen. Sind wir hier wieder. Gut, nicht weiter ging. Bin ich hier runter gerade? Oh ne, bin ich tot. Scheiße, ich hätte mich mal vorher heilen sollen. Oh, was war da? Ist ja groß gesehen. Gedrückt, ihr habt. Better tread careful. Hier ist ein Tor. Da habe ich vorher nie gesehen. Great team.
Wir sind schon wieder eine Stunde, ey. Na gut, den machen wir hier noch platt hier unten. Look, another vent. We gonna do something? It's ever easy. Real idiot, man. Kann man hier wieder speichern? Nee. Zum Autobildschirm. Ja, gehen verloren. Also das macht schon Spaß. Also jetzt vor allen Dingen, wenn man jetzt noch überlegt, wenn man jetzt online spielen würde. Ich finde das Kampfsystem auch geil. Du hast halt praktisch ein Schwert, ein Handschuh und Doppelschwert. Und du kannst halt jederzeit dazwischen hin und her wechseln. Auch, du machst gerade eine Attacke mit einem Schwert, zack, drückst drei, zack, bumm, hast du die zwei Dolche. Ich bin ja eher so der agile Dolchtyp. Oh, das macht richtig Gaudi. Das macht richtig Gaudi. Und im Team bestimmt noch viel geiler, wenn man dann zusammen quatscht und so. Und zusammen abhängt in einem gemeinsamen Level sozusagen. Also, Bombe. Macht mir richtig viel Spaß. So, nichtsdestotrotz, ich muss jetzt aufhören. Wir sind ja schon bei einer Stunde. Wie gesagt, ich nehme mir noch einen Bitrate auf. Ich lade so hoch, wie ich es hier habe. Damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es vor mir habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.